Der Countdown läuft, nur noch wenige Tage sind es bis zum großen Meisterschaftsfinale. Der Borussia Dortmund hat die Titelchance gegen Mainz 05 in der eigenen Hand. Und wir wollen mal hören, wie es um den BVB bestellt ist und schalten deshalb nach Brakel zu meinem Kollegen Kevin Pinnow, denn der liegt da für uns heute auf der Lauer. Kevin, eine große Personalie, die den BVB beschäftigt, ist die von Jude Bellingham. Der hatte zuletzt Knieprobleme. Kannst du uns ein Update geben? Wie geht's ihm denn heute? Ja, genau sagen, wie es ihm geht, kann ich leider nicht, weil mit ihm sprechen konnte ich nicht. Er wurde von seiner Mutter Denise um kurz vor 11 hier nach Dortmund-Brakel gebracht und dann allerdings auch schon 10 Minuten später wieder weggebracht. Also da sind sie schon wieder abgefahren, war also ein sehr kurzer Aufenthalt hier am Trainingsgelände. Deswegen waren es wohl keine großen Behandlungen, die heute auf dem Plan standen. Was aber auszuschließen ist, dass er dann um 10.30 Uhr mit der Mannschaft auf dem Platz stand. Und das ist natürlich erstmal als Rückschlag zu werten und die Hoffnung, die werden immer ein bisschen geringer, dass es dann auch wirklich reicht bis Samstag um 15.30 Uhr, wenn Borussia Dortmund gegen Mainz 05 spielt. Bei Mats Hummels sieht es womöglich besser aus. Der war gestern wieder da mit Sonnenbrille nach seinem Cut unterm Auge. Hast du ihn heute auch erspähen können? Der ist immer noch im Trainingstrakt. Und ja, ob er sich behandeln lässt oder noch einfach eine extra Schicht schiebt, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber er ist auf jeden Fall noch hier am Trainingsgelände. Und da gab es ja gestern schon das Update. Das ist so ja, ganz nett unterlaufen. Ist eine schöne Farbe im Gesicht, die er da hat. Aber das wird ihn nicht beeinträchtigen. Und wenn er spielen soll, wenn Edin Terzic ihn aufstellt, dann wird er auch spielen können. Hast du eine Vorstellung davon, was heute inhaltlich auf dem Programm steht beim BVB? Also was wird trainiert? Wie will der BVB diese Woche jetzt angehen bis zum großen Finale? Das ist ein relativ routinierter Ablauf, den sie jetzt eigentlich eingenommen haben. Es ist so gewesen, dass man gestern das Auslaufen hatte. Da hat man nur so ein bisschen nochmal versucht, die Muskulatur zu lockern. Und heute fängt man dann eben nochmal an, so ein bisschen mehr ja, zu mobilisieren, sich ein bisschen in Fahrt zu bringen. Das sind dann eher auch mal lockere Einheiten. Es war auch nicht allzu lange, muss ich sagen. Die ersten Spieler waren schon um 11.30 Uhr wieder auf dem Weg nach Hause. Also das war dann so maximal eine Stunde, vielleicht ein Ticken mehr, Stunde 10. Aber dann war auch Schluss hier in Brakel. Also locker reinkommen in diese Meisterwoche und dann wird das in den kommenden Tagen natürlich gesteigert. Ein ganz wichtiges Thema, was die Fans und alle in Dortmund bewegt, ist, wie würde womöglich dann gefeiert, wenn der BVB den Titel holt. Jetzt haben die Stadt Dortmund und der Borussia Dortmund heute Mittag eine Pressekonferenz gegeben und sich da zu einigen Details geäußert. Was sind die wichtigsten Eckpunkte für dieses kommende Wochenende? Ich glaube, der Punkt, der alle brennend interessiert ist, gibt es ein Public Viewing, so wie es sie schon einige Male gab auf dem Friedensplatz. Man muss leider sagen, gibt es nicht. Es gibt dort Abstimmungsprobleme zwischen Sky, dem Pay-TV-Sender, jetzt ist gerade Anthony Modest hinter mir hergefahren, deswegen wurde es ein bisschen lauter, zwischen dem Pay-TV-Sender und eben dem entsprechenden Veranstaltern, die das gerne übertragen hätten, aber da dann nicht die entsprechenden Rechte für bekommen haben. Deswegen wird es nur in Kneipen zu sehen sein. Und wenn ich nur in den Kneipen sage, dann meine ich das auch so. Also auch auf dem alten Markt, wo ja durchaus mal die Fernseher auch gerne nach draußen geholt werden, das wird nicht passieren, weil die Stadt Dortmund da gewisse Sicherheitsbedenken hat, dass es dann zu voll wird dort und vielleicht auch dann zu Ausschreitungen kommen könnte, egal wie es dann am Ende ausgeht. Deswegen nur in den Kneipen kann geguckt werden und natürlich im Stadion, aber da haben eben nur 81.000 Platz. Die wollen dann hoffentlich auch einen Sieg sehen. Und im Falle des Sieges gibt es dann am Sonntag im Meisterkorso. Gibt es auch dazu schon ein paar Einzelheiten? 12.09 Uhr, da soll er starten. Da ist Dortmund dann im Ausnahmezustand und zieht dann einmal durch die Stadt. 4 Stunden hat man so anberaumt. Mal gucken, ob man das einhalten kann. Ich glaube, da werden ein paar Minuten oben drauf kommen. Und wo ich auf jeden Fall nicht so ganz mit der Stadt Dortmund und der Polizei einhergehe, ist die Zahl der zu erwartenden Fans hier in Dortmund. 200.000 haben sie geschätzt, werden dann am Sonntag nach Dortmund kommen. Ich glaube, es werden deutlich, deutlich mehr, wenn es dann wirklich mit dem 9. Titel für Borussia Dortmund klappt. Wir werden all das natürlich genau verfolgen. Fürs Erste mal vielen Dank für deine Einschätzung und die aktuelle Lage. Vielen Dank an Kevin Pinnow. Gerne. Und wir halten euch natürlich in den kommenden Tagen über alles auf dem Laufenden, was den BVB angeht. Schaut gerne vorbei auf rn.de/BVB und in unseren sozialen Netzwerken bei Facebook, Instagram und Twitter. Und wir machen jeden Tag eine Live-Schalte zum Trainingsgelände und halten euch damit auf dem Laufenden. Also schaut gerne jeden Tag rein.